Guten Morgen noch einmal aus Batumi. Wir haben unsere Sachen gepackt und heute geht es weiter nach Kutaisi. Wir treffen uns nachher nochmal mit der lieben Jasmin, die wir über die Facebook-Gruppe kennengelernt haben, und gehen nochmal gemeinsam Mittagessen und ja, dann geht's auf die Piste, nicht? Gestern hier sehr, sehr, sehr herzlich empfangen von unserer Gastfamilie. Uns wurde gerade Frühstück gebracht. Das ist wohl anscheinend noch nicht alles gewesen, oder? So. Morgen. Ja, sieht ja ganz gut aus. Ne? Unser Frühstück. Frühstück! Was haben wir hier? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Käseröllchen, dann Kuchen, Kirschenkompott, Brot, Khachapuri oder irgendwie sowas ähnliches, hat sie gesagt. Ein bisschen Ei, ein bisschen Gemüse, Käffchen. Und hier, Chris. Das sieht aus wie Marmelade, aber ich glaube, da ist Alkohol drin. Was? Das riecht nach Alkohol. Für den guten Start in den Tag. Ganz viele Babyschweinchen, oh mein Gott. Oh mein Gott, seid ihr süß. Oh, oh, wie die grunzen. Geht gerade dein Schweinetraum in Erfüllung? Guck doch mal, wie süß die sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben noch nicht viel gesehen, sind noch nicht weit gekommen, aber der Ausflug hat sich jetzt schon gelohnt für uns. Chris, wie er mit Schwein kommuniziert. Ja, unsere Pläne haben sich geändert. Wir wollten eigentlich zu einer Höhle fahren heute und zu einem Wasserfall. Und als wir Nodari gestern noch getroffen haben, hat er uns gesagt, Leute, fahrt da auf keinen Fall hin. Wasser ist gerade eh nicht so viel da. Und ich habe hier den ultimativen Tipp für euch. Unsere Gastgeber haben das dann auch noch bestätigt. Und wenn uns schon ein Einheimischer sagt, ihr müsst da unbedingt hin, dann machen wir das auch einfach mal. Nodari ist übrigens der Typ, der uns das Auto verliehen hat. Super Typ auf jeden Fall. Ja. So, von hier kamen wir. Und was sehen wir als erstes? Tada! Thank you.
Wir sind auch die Geilsten, ne? Also, große Fresse, ja, ich spring auf jeden Fall rein, schon Badehose angezogen und alles. Ich war bis zu den Knien drin. Auf gar keinen Fall gehe ich weiter. Es ist so scheiß kalt. Keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 15 Grad oder so, wenn das mal reicht. Also, es ist wirklich, es tut weh an den Beinen. Boah, ne, da kriegen mich keine 10 Pferde rein, so schön es auch aussieht. Ey, die hat doch eine Macke, ey. Ich trau mich mehr als du. Ja, das kann sie gut, mich so richtig schön blöd dastehen lassen, nachdem ich gesagt habe, uns kriegen da keine 10 Pferde rein, jetzt ist sie doch drin, weißt du? Jetzt werde ich wieder genötigt, da irgendwie cool dazustehen, um da auch reinzugehen. Aber nee, weißt du, ich lasse mich da überhaupt gar nicht drauf ein, auf so einen Scheiß. Nee, ohne mich. So, nachdem wir einen Stopp da an diesem Bach eingelegt haben, sind wir jetzt noch weitergefahren zum Okatze Canyon. Und ja, lasst euch mal überraschen, wie es da aussieht. Wir haben uns jetzt eine Kerze gekauft, eine Duftkerze, ne? Nein, Quatsch. Das ist eine georgische Spezialität. Da ist in der Mitte sind dann Nüsse und ummantelt ist das von so einer Schicht, ja, so eine Art Traubengelee. Und das wird dann so hart und so gummihaft. Und das gibt es hier irgendwie an jeder Ecke. Wir wollen das jetzt halt mal probieren. Ja, dann beiß mal rein. Fruchtig? Schmatz, schmatz. Ich habe noch keine Nuss gehabt. Hier ist jetzt das Ende. Es ist so von der Konsistenz wie Kaubonbon fast, nur nicht ganz so klebrig. Ich hätte jetzt gerne Nuss, aber dann müsste ich jetzt voll schlingen. Lass mich mal probieren. Ja, schmeckt wie Weingummi. Oh, ist das schön, Leute, guck mal. Einfach mal ein paar Kühe, die hier rumrennen. Bist du eine glückliche Kuh? Hallo. Mö. Mö. Ach, wir spinnen doch. Denkt die sich auch. Ich glaube, Georgien ist unser Lieblingsland jetzt. Unser Schweineland ist das. Naja, und auf einmal kommt da so eine Kuh aus dem Wald. Nu. Klang ein bisschen wie bei Jurassic Park, dieses Geraschel aus dem Wald, aber war nur eine Kuh. Wie ist es? Leck mich am A**, Alter. Das ist. Boah. Man steht ja hier quasi in der Luft. Und unter dir nichts als Abgrund. Gottes Willen. Wackel. Und es ist hier nur. Also Seilen befestigt. Ob das europäischer Standard ist, ich wage es zu bezweifeln. Das ist schon echt hart. Und hier unten sieht man quasi, wo man hinfallen würde, würde das hier alles mal nicht mehr halten. Alter.
Leute, wir stehen jetzt auf der Aussichtsplattform hier vom Okatze Canyon und ja, schaut mal hinter uns. Es ist nur ein bisschen tief. Dicke Balls da hinten. So, wir sind jetzt wieder zurück in der Unterkunft von unserer Wanderung. War super schön, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen auf den Bildern. Und wir haben hier in unserer Unterkunft Abendessen bestellt, weil hier sind wir bei einer georgischen Familie, die vermieten hier ein paar Zimmer unter und bieten halt auch an, dass sie halt hier Frühstück machen und Abendessen und auch Mittagessen, wenn man das möchte. Und Frühstück war schon der Hammer und viel zu viel, also da hätten 4 Leute von satt werden können. Also das haben wir dann auch als eingepackt und als Mittagessen genutzt. Genau, aber trotzdem nicht geschafft. Gerade fertig mit Duschen und es gibt Abendessen. Yeah. Guten Morgen. Heute regnet es und draußen ist es etwas kalt und wir essen heute bei denen im Wohnzimmer und es gibt wieder echt viel reichlich und leckeres Frühstück. Ja, wir müssen es essen. Und da hinten wird noch Khachapuri für uns gemacht. Noch ein Stück. Hot, hot. Ich frage mich, wer das hier alles essen soll. Ja. Schon voll satt. Ja. Also es ist so, so lecker. Boah, wir werden hier fett. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Oh. Hallo. Okay. Zum Frühstück gibt es dann natürlich auch noch einen kurzen zum Trinken. Also, Prost. Darf ich mal Juice? Ja.
Gabi Machos. Gabi Machos. Gabi Machos. Gabi Machos. Gabi Machos. Time to say goodbye. Time to say goodbye. 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 It was nice to meet you. Goodbye.